ey, du darfst nicht drauf reagieren oder irgendwie so, der eine labert Scheiße, der eine labert, keine Ahnung. Irgendwie wirft der Mann vor, dass er sich nur Schrott kauft. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, wie es euch vermutlich optisch schon auffällt, ist die Qualität eine andere. Das liegt an Sony. Herzliches Dankeschön, eine unbezahlte Werbung, aber die haben mir diese sauteure Kamera zur Verfügung gestellt. Deswegen könnt ihr mich jetzt mit jedem einzelnen Makel meines Gesichtes in höchster Qualität sehen. Aber Freunde, es hat sich nicht nur die Bildqualität verändert, sondern auch die Audioqualität. Nach über einem Jahr schlechter Audio ist es leider soweit, ihr müsst auf diese Kotze, die ihr da audativ ertragen habt, müssen verzichten. Zukünftig gibt es einen ordentlichen Ton bei den Reactions und das werden wir gleich heute ausprobieren, denn wir werden uns heute ein Video anschauen, es gibt wieder Beef. Mahan hat anscheinend wieder Beef, ich bin sehr gespannt, wer das sein könnte. Ich vermute mal Patrick Spector, die flamen sich so ein bisschen ständig, also ich bin schon sehr gespannt, was da abgeht. Aber Freunde, nicht vergessen, ich denke, ich will aber noch nichts verschreien, diesmal sage ich keinen genauen Zeitpunkt, aber April, Mai kommt die nächste Kollektion meiner neuen Modemarke MAM, diesmal die Kollektion Britain Brawl. Seid auf alle Fälle sehr gespannt, wir gehen da in die Geschichte Englands hinein, suchen uns die eher dunklen Stellen heraus und haben die mit diesem Storyboard verbunden und designtechnisch wirklich nice auf 5 verschiedene Shirts, 2 verschiedene Hoodies und einen Crewneck gebracht. Also wir wagen uns da in ganz andere Etappen vor, es wird jetzt mehr und mehr Infos geben und Designs werden auch geleakt auf MEM Vienna. Seid da auf jeden Fall auf Instagram dabei und verpasst keine Designs mehr. Wird richtig. Also die erste Kollektion war schon nice, aber jetzt toppen wir uns. Auch die Schnitte werden anders. Ich werde in den nächsten Videos immer mehr und mehr zur Kollektion veröffentlichen. Aber ich will gar nicht mehr länger quatschen. Kopfhörer hinein. Schauen wir uns an, was da bei Mahan abgeht. Beef mit YouTuber plus neuer Haarschnitt. Also ich bin schon sehr gespannt, was da los ist. Ich muss dazu sagen, seinen Haarschnitt habe ich schon gesehen auf Instagram, aber das schauen wir uns natürlich live an, wie er sich die Haare abschert. Let's go. Beef mit anderen Fans. Ja, schauen wir uns zuerst mal die Likes an. Die sind ganz in Ordnung eigentlich, aber die Klicks, was ist bei Mahan los? Katastrophe. Also sein Kanal geht schön langsam bergab. Warum? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, let's go. Fashion-YouTubern, du darfst nicht drauf reagieren. Natürlich werde ich auch die Klamotten jetzt nicht so extrem teuer oder sowas einstellen, sondern ja, recht günstig. Ich werde die Sachen für einen humanen Preis reinstellen, check das. Okay, er verkauft seinen Stuff, habe ich auch schon überlegt. Das ist so viel in meinem Kleiderschrank, dass ich nicht mehr anziehe, also man schaut. Auf jeden Fall ab, Leute. Leicht auf ApoRed angelehnt, dieser Vorspann, muss ich sagen. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu einem neuen Video von mir auf. Okay, nice Effekte. Der bemüht sich im Gegensatz zu mir. Meinem Channel. Heute ein Vlog durch meinen Alltag sozusagen. Ich nehme euch. Ja, wo gibt's die nicesten Daily Vlogs? Erster Link in der Infobox. Übrigens habe ich gestern das Video hochgeladen, wie wir Teile der nächsten Kollektion designen. Also, wer sich vorab schon spoilern lassen möchte, das erste Video. Also, das Video von gestern. Erster Link in der Infobox. So. Gleich mit, wie ich Haare schneiden gehe. Ich klatsche mir eine neue Frisur. So, ihr seht, meine Haare sind recht lang. Die sind sogar. Ja, viel zu lang. Also, verstehe nicht, wie man so lange Haare tragen kann. Ist mal ein Rätsel. Extrem lang. Ich kann einen Zopf machen, wenn ich möchte. I doubt it. Aber es ist mir zu lang. Deswegen gehe ich gleich meine Haare schneiden und klatsche mir auch eine neue Frisur direkt rein. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Start und guckt euch das Video bis zum Ende an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das... Ja, was sagt ihr zu seinem Schmuck, den er da oben hat? I don't know, nicht so wirklich mein Fall. Auch die Off-White-Sneaker, die er sich geholt hat. Dunklo, mega nicer Schuh. Auch der Travis Scott, der momentan astronomisch hohe Preise hat. Also um die Preise hole ich mir den fix nicht. Schaut sehr nice aus, aber der, den fühle ich nicht. Aussehen wird, die Frisur hatte ich ja schon 2-mal jetzt, so sage ich mal. Und die war auf jeden Fall befreiend. Die Frisur, ich kann... Die fühle ich auch gar nicht, die 700er. So viel dazu sagen. Ja, wir gehen gleich zum Friseur. Ich werde gleich abgeholt von einem Kollegen. Ich wollte euch aber erstmal nochmal etwas zeigen. Und zwar bin ich gerade momentan am Aussortieren von Klamotten, die mir, ja, nicht mehr passen. Wenn ich mir das so ansehe, in diesem Vlogging-Style angelehnt, verstehe ich eigentlich nicht, warum Mahan weniger Klicks macht. Ich finde es eigentlich unterhaltsamer als die Videos, die er so vor einem halben Jahr oder so gemacht hat. Oder die ich nicht mal anziehe. Und da habe ich... Ja, bitte verkauft dieses Shirt, kann ich nicht mehr sehen. Ich jetzt die Klamotten, zum Beispiel dieses Off-White Moncler Shirt und dieses Longsleeve von Off-White Moncler.
auf Kleiderkreisel gepostet. Mein Kleiderkreisel-Account findet ihr unten in der Beschreibung. Okay. Also das ist eine coole Seite, da kannst du easy peasy deine Klamotten. Okay. Dieser ja. schöne Off-White Nike Dunk. Viele Sachen werde ich dort jetzt posten. Was? Er verkauft die Schuhe, die sich gerade geholt hat? Wahrscheinlich fühlt er es selber nicht. Deswegen check mein Kleiderkreisel-Account ab. Natürlich werde ich auch die Klamotten jetzt nicht so extrem teuer oder sowas okay. postverkauft. Ricolados wird dazu von ja. euch. Macht mir mega Spaß. Und ich wollte euch mal fragen, über was soll ich vloggen? Mögt ihr Shopping? Okay, Mahan beginnt zu vloggen. Shopping-Vlogs, mögt ihr Vlogs, wo ich euch auch eventuell einfach mal... Entschuldigung, aber Shopping-Vlogs sind mein Thema. Folgt bald einer, aber der wird der krasseste von allen. Wo ich meinen Alltag mitnehme, wie ich zum Beispiel zum Sport gehe, wie ich, keine Ahnung, ein Video drehe oder sowas hinter den Kulissen. Keine Ahnung, was interessiert euch, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen und werde das auch dementsprechend in meinen nächsten Vlogs einbauen. Und noch ganz kurz eine kleine Empfehlung von mir, Leute. Ich habe zum Geburtstag, ja, ich kann euch das echt nur empfehlen, nach, ja, aber es riecht wirklich unnormal krank, Leute. Checkt das mal ab und probiert Bescheid. Givenchy. Ich fahre jetzt los und wir sehen uns gleich. Endlich, let's go. Wenn ich im Auto bin. Warum lasst du das drin? Und wir sehen uns gleich, wenn ich im Auto bin. Ja. Also ein sehr geräumiges Fahrzeug hat der Mahan hier. Ding ist, Leute, das Wetter ist einfach sowas von Trash, Digga. Es regnet. Ah, drum fährt er nicht mit dem Auto, weil das Wetter so scheiße ist. Oh mein Gott. Einfach nur noch in Hamburg. In Hamburg regnet das nur. Ich bin verbaut. Jetzt. Voila, Bruder, was heißt Vlog? Ja, Mann. Alle komplett wie heißt das? Konfus? Ja. Kennt ihr den Struggle? Man kann keine Smart-Türen zumachen. Auf jeden Fall, Leute, Wetter in Hamburg ist extrem trash. Und ich wollte mal ganz kurz über ein kleines bestimmtes Thema reden. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, meine. Okay, macht euch ready. Es geht um den Beefen. Was mir momentan, ja, irgendwie viele schreiben. Ich kriege viele Benachrichtigungen. Deswegen, Beef. Beef mit anderen Fashion-YouTubern. Leute, ich habe kein Beef mit niemandem. Ich habe mit niemandem einen Streit oder sonst was. Mahan hatte schon viel Beef. Also mit Justin hatte er Beef, mit Spectre hat er jetzt Beef, mit irgendwem hat er noch Beef, keine Ahnung. Und das bleibt doch so. Ich habe nichts gegen diese Menschen, die auf meine Videos reagieren, aber jeder soll machen, was er will. So, ich bin dann niemand, der jetzt sagt... Ja, es geht um Patrick Spectre. Also das ist ja dieser always overdressed Typ, der auch einen Vlogging-Kanal hat, der vloggt schon länger. Und der hat jetzt auch einen Reaction-Kanal, weil der auf Twitch streamt. Ich bin da so intuit, weil ich mal ab und zu Reactions von ihm ansehe. Ich finde die eigentlich ganz nice und die gewinnen aus. Also der macht jetzt mit seinen Reactions mehr Klicks, mit viel weniger Abonnenten als Mahan mit seinen 135.000 auf YouTube. Also kommt ganz gut an. Ich finde die teilweise auch immer wieder nice. Es gab einen Vlog, da hat er auf mich reagiert und sinnlos gehatet, aber für das hat er eh... ziemlich einen Gegendruck bekommen in den Kommentaren, aber nicht nur von der Maximilian Army. Und seitdem ist er da ein bisschen kollegialer unterwegs, was das Ganze viel authentischer und interessanter macht. Also ich finde die Reactions auf jeden Fall nice. Schau ich mir ab und zu an. Sagt, ey, du darfst nicht drauf reagieren oder irgendwie so, deine labert scheiße, der eine labert, keine Ahnung. Irgendwie wirft der Mahan vor, dass er sich nur Schrott kauft und dass die ganzen Gucci-Pieces, die er sich da holt, absoluter Müll sind und so weiter, habe ich da mitbekommen. Ein Videotitel von ihm, allein ein Videotitel, lautet Mahan kauft sich nur Schrott. Und als ich das gelesen habe, direkt Lachflash. Allein der Videotitel, Mahan gönnt sich 1300 Euro Trip zum Birthday. Also, die Reise zu verlangen. Da bin ich, ja genau, da hat er glaube ich gehatet. Ah, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube das war ein anderes Video. Aber hier irgendwo, Mahan kauft sich nur Schrott. Also bei dem Titel musste ich schon lachen. Und wenn man sich jetzt die Klicks so ansieht, ist halt schon was anderes als bei Mahan, muss man sagen. Also, wenn das man, ist ein... Ja, halt dann Schmerzen. Wenn man sich die Videos ansieht, 2100, okay, das war für 4 Stunden, aber das, was wir uns jetzt ansehen, 6100, das andere 6800, 9000, 8000. Also, das sind ganz andere Klicks, als er noch vor, keine Ahnung, ja, zu diesen Zeiten, 265, 30, 370. Also, das ist eine ganz andere Ebene, Freunde. Das ist das 20-fache. Mathe Genie Max schon wieder unterwegs. Also, ja, starker Gegenwind von Patrick Spector. Keine Ahnung.
So, was soll ich sagen? Ich habe auf jeden Fall kein Beef mit jemandem oder sonst was. Leute, ihr kennt mich. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe mit niemandem Beef. So viel dazu. Das wollte ich nur einmal kurz klarstellen. Ja, Beef. Also, wenn das schon der Beef war, dann Beef mit Fashion News überhaupt kein Statement dazu. Beef, was ist Beef? Wenn einer den anderen kritisiert und der das nicht packt, weil er so ein großes Ego hat, dann shootet der zurück und so entsteht Beef. Aber in dem Fall, ja, alles ein bisschen low. So Leute, ich bin jetzt hier in meiner alten Hut in Billstedt. Ja, don't know. Ich glaube, Mahan schneidet sich jetzt nur mal die Haare. Das geben wir uns noch. Also nicht den kompletten Haarschnitt, sondern wir schauen uns nur seine neue Frisur an. Weil ich der Meinung bin, dass ihm die viel besser passt. Also da sehen wir jetzt, da kommen die Haare ab. Sehr gut aus. Also geht dahin, da kommt einiges ab. Ja. Ja, oh, Hauptsache nachher setzt deine Kappe auf. Aber so sieht sein Haarschnitt jetzt aus. Ich bin jetzt zu Hause, Leute. Ja. Tatsächlich ist schon wieder ein nächster Tag. Ja, aber warum hast du die Kappe auf, Bruder? Zeig doch deine Haare. Ah, ja, da zeigt er sie ja. Ich habe einen Kurzhaarschnitt mit einem Übergang. Ich glaube, das heißt Bootcut-Schnitt. Ja, passt ihm viel besser, meiner Meinung nach. Schaut wirklich nice aus. Und irgendein Video hat er auch da, das ein neues Akne-Shirt. Sehr sommerlich gehabt. Schaut wirklich, wirklich top aus. Aber ich will jetzt gar nicht mehr länger auf das Äußere von Mahan eingehen. Das war's zu dieser Reaction. Macht mir aktuell mega Spaß mit diesem Setup, weil es viel einfacher ist, als es davor der Fall war. Also wenn ihr mehr Reactions wollt, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. So geht das Ganze einfacher, schneller von der Hand und ist natürlich easy möglich. Liebe Leute, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Hier ist ein Video von meinem Vlog von gestern, aber der gestrige Vlog, wo ich eben Teile von der nächsten Kollektion Britain Brawl von M&M leake, damit ich das richtige Wort finde. Also schaut auf alle Fälle rein und abonniert den Kanal bei dieser Gelegenheit. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian. Ja?